So, Drehwald TV, jetzt zum ersten Mal aus Valencia melden wir bei euch vom Elite Club Rennen, wo mit Andreas Kurelbacher, der den dritten Platz gemacht hat. Andreas, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sag was zum Rennen. Ja, das Rennen war sehr hart, auch schon im freien Training. Ich war ganz knapp am ersten dran, aber schlussendlich war der Zeit am Stand dann zwischen Platz 1 und 3, 2 Zehntel, also ganz knapp. Die Competition wird jedes Jahr härter im Elite Club. Ich bin jetzt schon das dritte Jahr dabei und jedes Jahr ist der Level gestiegen und jetzt war es ganz hart. Also der Sieg ist dann schon teilweise eine Glückssache, weil zum Schluss ist der Reifendruck sehr hoch angestiegen. Das Heck hat schon ordentlich übersteuert, also muss ich aufpassen, dass ich nicht überhaupt hinausfliege. Apropos Reifendruck, General Tires, neuer Reifen. Kannst du dazu was sagen? Also der neue Reifen ist gegenüber dem vorigen Reifen BF Guttrich meiner Meinung nach von der Performance her und vom Grip-Level einfach konstanter. Das heißt, er baut dann nicht so schnell ab zum Schluss, sondern bleibt konstanter, aber ist trotzdem, wenn ein Reifen abbaut, man merkt dann das Übersteuern, das Ruckschirm, man muss einfach rauspassen beim Rausbeschleunigen und so weiter. Ja, Andi, wir hatten ja schon einen Artikel gemacht, jetzt kurz vor der Saison. Ist ja offiziell deine letzte Saison, hast du ja gesagt uns. Bei mir ist auch ein kleiner Fehler eingeschlichen, aber gehen wir nicht drauf ein, Andi. Erzähl mal was von der neuen Serie. Du hast ja Hockenheimring, ich glaube letzte Woche war es. Vor eineinhalb Wochen, ja. Jo. Erzähl mal was. Ja, vor eineinhalb Wochen habe ich debütiert in der NES 500 Serie in Deutschland mit einem BMW M240i von Ered Motorsport, der was wirklich super vorbereitet war. Die Serie gibt es heute das dritte Jahr. Es war ein Starterfeld von 30 Autos am Start. Natürlich verschiedene Klassen, wie es üblich ist bei Langstreckenrennen. Es war ein 4-Stunden-Rennen über 500 Kilometer. Bei uns war es so, dass wir in der NES 7-Klasse mit dem BMW eingestuft sind, was wir aber beim Veranstalter dann reklamiert haben auch. Weil in unserer Klasse auch Sciroccos eingestuft sind und Porsche Caymans, die einfach 3 Sekunden pro Runde schneller sind und man da nicht wirklich eine Chance hat, vorne dann mitzufahren und das macht dann nicht wirklich einen Spaß. Schlussendlich haben wir dann gesagt, okay, wir nutzen es zum Lernen, sind gesamt 9. geworden, in der Klasse gesamt 7, haben Punkte mitgenommen, aber fürs nächste Rennen in Oschersleben muss eine Umstufung in die Klasse NS6 erfolgen, sonst macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, dass ich da weiter mitfahre, obwohl das eine tolle Serie ist, ja, weil mein Anspruch ist einfach das Podium. Gutes Package ist da und da kann es nicht sein, dass einfach falsch eingestuft wird. Andi, wenn ich mich noch recht erinnere, bei unserem ersten Interview sagtest du, du willst mehr fahren. Darum willst du auch in eine andere Serie umsteigen. Es war ja noch nicht klar, Nesca European Serie, dann ist hier Speedhouse dein Team gekommen. Wie ist denn das jetzt von der neuen Klasse Langstrecke? Wie ist denn das budgetmäßig? Ist das noch im Rahmen oder zur Nesca jetzt hier? Kannst Budget, du dazu was sagen? Ja, das Budget ist für die Langstrecke einfach deswegen im Rahmen, weil man sich das Cockpit zu dritt oder auch manchmal zu viert teilt, aber in dem Fall teilen wir uns das zu dritt. Und wenn man die gesamte Saison kommt man durch mit 25.000 bis 30.000 Euro und das ist einfach überschaubare Rahmen zu anderen Serien wie dem Porsche Carrera Cup oder das ADAC GT Master, welche bei 300.000, 400.000 liegen und einfach mittlerweile unfinanzierbar sind und das ist alles noch im Rahmen, auch wie den Nesca, wo man sagt, man kann sich 2 Standbeine aufbauen mit einem vernünftigen Budget, wenn man sagt, man generiert dann noch Sponsoren dazu, ein bisschen mehr als man zum Fahren braucht, kann man sogar Geld dabei verdienen ein bisschen. Ja, das klingt gut. Du hast ja immer noch deine eigene Firma. Genau. Keyman und Kurelbacher Group. Jo, läuft das da alles gut? Läuft alles gut. Ja. Geschäft ist bestens. Ja. Wir expandieren. Hey. Viel Arbeit. Ja. Viel Arbeit, wenig Geld oder geht? Ja, viel Arbeit, wenig Brot. Na, sonst würde der Motorsport nicht gehen. Jo. Das passt schon unterm Strich gesehen, aber ich sage, es ist immer viel zu tun. Gemeinsam mit Motorsport ist es schon stressig. Und wenn man dann jetzt alle 2 oder 3 Wochen unterwegs ist, wie in meinem Fall, ist das auch schon stressig im Zusammenhang mit der Firma. Erzähl aber mal. Jetzt, sage ich mal, auch durch den dritten Platz hier, habe ich auch wieder Blut gelegt und schauen wir mal, was nächstes Jahr ist. Erzähl noch mal was kurz zu dem Team beim Lammstrecken, wo du jetzt mitfährst, Team Ered Motorsport. Ered Motorsport, ja. Kannst du da noch was sagen zu? Ja, Ered Motorsport ist in der Nähe von Hockenheim zu Hause. Mhm. Ich sitze im Auto gemeinsam auch mit Marc Ered, dem Junior des Teams. Marc Ered ist ein sehr schneller Rennfahrer, hat in Deutschland den BMW-Pokal gewonnen, fährt VLN auf der Langstrecke und ist wirklich ein Talent, was meiner Meinung nach gefördert gehört. So, Andi, dann war es das von unserer Seite. Schöner Pokal, den du hier gewonnen hast. Wie gesagt, 3. Platz,
Okay, nächste Rennen ist Francia Corta? Nächster Rennen ist Francia Corta am 11. Mai. 11. Mai. Okay, da sind wir wieder dabei und sprechen uns danach, oder? Auch am Donnerstag wieder, gell? Ja. Okay, sicher. Gut. Okay. Danke. Bis dann. Ciao. Danke, ciao.